Hallo Uwe. Hallo. Wir heißen dich herzlich willkommen als Satzanglehrer auf dem Internationalen Satzang-Festival in Wien. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Allen teilnehmenden Satzanglehrern stellen wir die gleichen 5 Fragen. Hier kommt auch schon die erste. Wer bist du? Da ist unendliches Bewusstsein. Unendliches Bewusstsein, was wahrnimmt. Und in diesem Bewusstsein tauchen Farben auf, Formen, da tauchen Menschen auf, da tauchen Gedanken auf, da tauchen Gefühle auf, Geschehnisse, Aktivitäten, Töne. Alles Mögliche taucht dort auf und vergeht wieder. Und dieses große Bewusstsein schaut mit großen Augen auf das, was alles passiert, ohne es zu bewerten, ohne es einzukategorisieren. Was ist Erwachen? Erwachen ist die Bezeichnung dafür, aus diesem großen Ganzen zu erfahren. Zu wissen, dass man kein abgetrenntes Individuum ist, das ums Überleben kämpfen muss, sondern dieses große ganze Sein, diese Unendlichkeit, in der alles auftaucht und wieder vergeht. Gibt es einen Unterschied zwischen Erwachen und Erleuchtung? Einen Unterschied gibt es für den Verstand. Er wird mit Sicherheit irgendwelche Unterschiede finden oder Theorien kreieren, die ihm nützlich sind, da eine Unterscheidung zu treffen. Wichtig ist nicht die Unterscheidung, sondern in diesem Sein zu sein. Das ist das Einzige, was zählt. Kann für das Erwachen etwas getan werden? Dieses Erwachen ist die ureigenste Form von allem, was ist. Es ist nicht irgendwas erwerben oder hinzubekommen, sondern es ist ein Wiedererkennen, ein Entdecken. So wie ein Schleier entfernt wird und alles klar gesehen wird. Dafür tun kann man nichts. Es ist kein Zustand, den man erzeugen kann oder mit Verstandeswillen herbeiführen kann. Man kann nur sich dafür öffnen und sich mit Menschen umgeben, die diesen Erfahrungsprozess hinter sich gelassen haben. Was ist danach? Nach dem Erwachen ist alles wie immer. Nur, da ist niemand, der sich auf irgendetwas bezieht, der sich identifiziert mit irgendeiner Person, mit irgendwelchen Gedanken, mit irgendwelchen Vorlieben, mit irgendwelchen Gefühlen. Die Welt taucht weiter auf in Formen, in Farben, in verschiedensten Konstellationen, in Begegnungen mit Emotionen und Gedanken und vergeht wieder. Was bleibt, ist freudvolle Stille. Wunderbar, wir danken dir für dieses Interview. Bitte.